Wenn wir Plattform sein wollen, müssen wir unseren Fans und Kunden im Alltag über unsere App vom Fahrschein des ÖPNV, über die Einkaufsmöglichkeit beim Rewe, am Lotto-Toto-Stand, wo ich seit 20 Jahren hingehe, und am Ende auch bei einer Versicherung und allen möglichen Produkten Möglichkeiten anbieten, das über die Plattform zu machen, um in dieser Welt zu bleiben. Deswegen kommt ja auch unser eigenes Bezahlsystem, geht ja auch an den Start, dass wir, das ist das Bezahlsystem von Eintracht Frankfurt, auf der technischen Grundlage der Deutschen Bank entwickelt. Warum? Weil es das einzige Bezahlsystem ist. Das einzige, das Sie am Markt bekommen können, digitale Bezahlsystem ist, wo die Daten und die Transaktionsdaten bei uns bleiben, beim Club, und nicht rausgehen an irgendwen anders. Datenschutz war uns ganz wichtig. Und zwar eine Datenhoheit bei uns als Club zu halten und nicht die anderen zur Verfügung zu stellen. Und das geht nur, wenn Sie einen geschlossenen Kreis in Ihrer Welt haben. Und genau darauf müssen Sie die Geschäftsmodelle aufbauen. Unsere Daten, unsere Kunden, unsere Transaktionen in unserem gemischten Warenkorb. Und da können wir jeden, ob 10 Partner der Eintracht oder am Ende 100.000 bis zum Bäcker um die Ecke einbinden, wenn wir wollen. Es muss natürlich ökonomisch Sinn machen. Und dann muss man sich nur mit einem Partner darauf verständigen. Bucht er eine Bande und bezahlt darüber, oder sagt er, er geht ganz in ein Umsatzbeteiligungsmodell. Da sind die ökonomischen Spielarten sehr vielfältig. Aber der Kern ist die eigene Plattform, ist die eigene App, sind die eigenen Daten und das Gefühl unserer Fans und Kunden. Jemand ist der Garant von Datenschutz und Datenhoheit, und ich muss nicht alles in die Welt der großen digitalen Multis in China und die USA verlagern.